Drei Ereignisse, die den Stolz von Julius Caesar bewiesen. Während einer Reise durch eine trostlose Stadt in den Alpen stellten Caesars Männer die Frage, ob die Menschen selbst an diesem Ort um Macht kämpften. Caesar antwortete mit: Ich wäre lieber der Erste hier als in Rom der Zweite. Als Gerüchte über eine Affäre seiner Frau Pompeia aufkamen, verstieß Caesar sie aus seinem Haus. Vor Gericht sprach er keine bösen Worte über sie, betonte aber: Caesars Frau muss frei von Verdacht sein. Als Caesars Erzfeind Pompeius in einer Schlacht gegen ihn verlor und floh, wurde Pompeius vom ägyptischen Pharao Ptolemaios enthauptet. Als Caesar davon erfuhr, war er wütend. Trotz ihrer Feindschaft war Pompeius ein Römer und der Pharao hatte kein Recht, einen angesehenen römischen General zu töten. Caesar führte Krieg gegen den Pharao und ertränkte ihn im Nil. Was ist deine Meinung über Julius Caesar? Schreibe es in die Kommentare.